Martin Kremsner, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Ich würde sagen, starten wir gleich, denn dein Start, dein beruflicher Werdegang, der interessiert mich sehr, denn du kommst eigentlich aus der Technikerbranche, das heißt, du hast die HTL für Elektrotechnik gemacht, zwar dann anschließend Lehramt für Kunstgeschichte und Deutsch, aber warum jetzt dieser Wechsel, was hat das, diesen Wechsel beeinflusst eigentlich in die Kreativbranche? Na, die Kreativität wurde mir, wenn ich so sagen darf, in die Wiege gelegt, war immer ein großes Thema für mich, was Kreatives zu schaffen, was auszuprobieren. Beruflich gab es nicht wirklich zu dieser Zeit eine Perspektive, was man damit tun kann. Insofern war es ein Ansinnen, einen ordentlichen Beruf auch zu erlernen, was mit der HTL ja passiert ist. Habe aber früh gemerkt, dass kein guter Dienst an der Technik gegeben ist, wenn ich dort lande. Und dann war die Idee eben, ins Lehramt zu wechseln, um dort eben als Kunsterzieher zu wirken. Kunsterzieher, du sagst es aber, das Zeichnen an sich hast du ja fast ein bisschen selbst erlernt, also man kann schon sagen autodidaktisch, aber du hast ja gleich bei den ganz Großen ein bisschen was abgeschaut, Dali, Michelangelo, genau, also genau. Nicht Klecksen, sondern natürlich auch sehr, sehr intensiv mich damit beschäftigt. Seit meinem 5. Lebensjahr circa zeichne ich fast regelmäßig, würde ich sagen, mich wirklich hindurch begleitet durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens und habe natürlich auch in den frühen Jugendphasen sehr viel gelernt von den Großen, habe Michelangelo intensiv auch studiert, auch kopiert, habe auch viele Jahre Schillekopien auch gelegentlich verkauft, als deklarierte als Kopie. Als Kopie verkauft, nicht als Original. Ja, und so viel, viel gelernt und Spaß dabei gehabt. Du warst dann als Lehrer zwar ein bisschen tätig, ein paar Jahre, bist dann aber definitiv in die Selbstständigkeit gewechselt. Also was würdest du dich heute bezeichnen? Ich bezeichne mich selbst als kreativer Geist, der zwischen klassischer Werbegrafik und Kunst in diesem Freiraum switcht. Die Grenzen sind sehr verschwommen. Ja. Manchmal gibt es intensive Auftragswünsche, wo man sagt, okay, da ist man eher kreativer Dienstleister. Und dann gibt es schöne Projekte, so wie den Geistesblitz, wo man also wirklich den Freiraum hat, auch seine eigenen Ideen umzusetzen. Ist aber auch ein spannendes Feld, oder? Diese Wechsel. Absolut, ja. Ja. Die Kreativität, du hast den Geistesblitz angesprochen. Ich glaube, den kennt mittlerweile jeder. Er steht seit geraumer Zeit an der S6. Das erfordert ja auch Ausdauer, oder? Solche Werke, solche Skulpturen, überhaupt Kreativität ist unmittelbar mit Ausdauer verbunden, oder? Ja, braucht viel Kondition und im konkreten Fall des Geistesblitzes auch gute Partner. Das sei auch nicht unerwähnt. Zum einen ist man als Künstler hier sehr, sehr schnell am persönlichen Limit, wenn es darum geht, in Dimensionen von 9x6 Metern zu arbeiten, braucht man natürlich entsprechende Infrastruktur und natürlich auch Professionisten, die zum einen statische Berechnungen anstellen, so wie der Bernd Presiger, das hier wirklich mit sehr, sehr viel Engagement getan hat, und die Firma Francesconi, die bei der Umsetzung ganz, ganz toll hier auch beigestanden ist. Der Geistesblitz. Eine Frage, wie lange hat es bei dir gedauert, um den Geistesblitz zu erschaffen? War es ein Geistesblitz? Naja, es gibt so ein klassisches Kreativitätsmodell, das ist nicht uninteressant. Da gibt es sozusagen ein Anfluten, ein Auseinandersetzen in der Inkubationsphase. Und dann irgendwann, nach einem Gärprozess, gibt es dieses Heureka-Erlebnis, das auch schon die antiken Griechen beschrieben haben, und dieses Ich hab's, ne, von Wiki kennt man das ganz gut, Ich hab's gefunden. Wo die Ideen herkommen, lässt sich bis heute auch wissenschaftlich nicht exakt sagen. Ich persönlich hänge ein bisschen der Idee von Paul Arden, einem amerikanischen Medienprofi, nach, der gesagt hat, die Ideen, die sind irgendwo draußen im Kosmos und man braucht nur hinausgreifen, um sich eine herauszufischen. Sollte man aber einen langen Arm haben, oder? Genau, das ist Voraussetzung. Was ist dir bei deinen Arbeiten besonders wichtig? Worauf kommt es dir an?
Mir kommt es zum einen auf den Kontext an, das heißt, jede Skulptur, jede Arbeit sollte eine Geschichte erzählen können. Ja? Also nur Dinge, die nur dekorativ sind oder vielleicht auch nur, unter Anführungszeichen, kritisch, das wäre mir zu dünn. Ja? Und zum anderen ist mir der Aspekt Humor sehr wichtig, weil ich glaube, Humor ist eine gute Trägerfrequenz, um Botschaften aufmodulieren zu können. Und wenn es gelingt, ein Lächeln, ein Schmunzeln zu zaubern, dann ist schon ein guter Anfang passiert. Du bist jetzt schon seit mehreren Jahren, fast 20 Jahren, glaube ich, in dieser Branche tätig. Mhm. Gibt es irgendein Werk, das mit besonderem Herzblut verbunden ist? Eigentlich fast jedes, aber das Spannendste war sicher jetzt auch der Geistesblitz, weil es eigentlich zu 100% so geworden ist, wie es der ersten Idee oder der ersten Vision entsprochen hat. Nicht zuletzt durch die tolle Unterstützung aller beteiligten Unternehmen, die hier auch mitgedacht und mitgeholfen haben, ist es so toll gelungen. Ich glaube, das ist aber wirklich was Besonderes, weil wenn so viele mitarbeiten, dann ist das ja auch wieder ein gewisses Spannungsfeld, aber trotzdem denke ich jetzt, ja, er steht und man kann ihn bewundern. Wie ist es, wenn du ihn selber anschaust, entweder am Abend beleuchtet oder wenn du vorbeifährst? Ja, ist fantastisch. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Studio vorbeigefahren und ist ein gutes Gefühl. Macht schon stolz, oder? Ja. Was ist der nächste Geistesblitz? Gibt schon Ideen? Es gibt immer viele Dutzende Ideen parallel. Ich arbeite sehr viel in Skizzenbüchern. Das heißt, es gibt jetzt aktuell von den letzten Jahren circa 2 Laufmeter Skizzenbücher, wo Ideen dann abgelegt werden und im Bedarfsfall dann sozusagen herausgezogen, verfeinert und möglicherweise auch in einer Skulptur dann umgesetzt werden. Wenn wir in der Region bleiben, wo kann man da jetzt abgesehen vom Geistesblitz Skulpturen von Martin Kremsner bewundern? Das ist der Kapfenberger Kreisverkehr am Apfelmoor. Da gibt es den Stabhochspringer mit den 3 Zusehern drauf. Dann gibt es am Fuße des Seebergs in der Gemeinde Thurnau den goldenen Bilderrahmen mit dem Titel Die Rückkehr des Erzherzogs. Ja, und Richtung Feitsch gibt es noch einen Pilgerserver, eine 6 Meter hohe Skulptur, die die Möglichkeit bietet, auch Pilgerbotschaften zu hinterlassen und sich auszutauschen. Das heißt, du hast schon einige kreative Botschaften und Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir und auch uns, weil wir sind von deinen Arbeiten schon begeistert, das muss ich hier auch sagen, ja, wünsche ich dir noch viele kreative Ideen, tolle Zukunft und viele Aufträge vor allem. Das ist für Selbstständigen ja auch nicht unwichtig, oder? Ja, in jedem Fall. Braucht es natürlich auch immer wieder Menschen, die sich öffnen und sagen, okay, ich bin bereit, Unbekanntes Neues in mein Leben zu lassen und sich mit einem Künstler auseinanderzusetzen. Gut, dann alles Gute, danke. Danke.